ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Süchen, heute spielen wir wieder eine Death Run Map und zwar Easy 50 Level Death Run. Ja, was gibt's zur Map zu sagen? Es werden wieder XP angepriesen. Wir werden schauen, ob es wirklich gratis XP für den Season Pass gibt. Wenn ja, wie hoch sie sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Wie abwechslungsreich die Map ist. Bei 50 Leveln, denke ich mal, wird sie schon abwechslungsreich sein. Wie farmfroh die Map ist, ob es einheitliche Farben sind, zwei Farben oder ob es mehrfarbig ist oder ob es vielleicht irgendein Thema hat, das werden wir sehen. Ansonsten, ja, Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und ich warte jetzt einfach nur noch ab, dass wir starten. Genau. Schwarz-Weiß, ja gut, hätte bunter sein können tatsächlich. So, Leaderboard, 3 Minuten 34 hat hier jemand gebraucht. Das glaube ich weniger. So, ansonsten Lobby, naja, aber ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Und es geht los. So, Progress, alle 50 Dinger soll wohl XP geben. Complete 5 Level gibt XP. Start Speedrun gibt XP. Werden wir sehen. So. 660 EP. Na dann. Und da bin ich tot. Wow. Nach 8 Sekunden. Ist das geil. So, wow, pro Checkpoint gibt es keine XP. Nein. Oh, oh, okay, Moment. Aber jetzt sollte es wieder geben. 5, okay, das rendiert sich tatsächlich. Tatsächlich sprinten kann man, das ist nice. Wow, was war denn das? Hallo? Ja, dann machen wir das einmal so. Keine Deckenfalle, nice, nice. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, was gibt's hier? Safe Room? Passiert nichts, alles klar. Was ist denn das? Hä? Ach, ich habe eine Bounce-Kugel. Sag mir das doch. Sag mir das doch, dass ich hier eine Bounce-Kugel habe. So. Uiuiuiui, ist der schnell. Aber bis jetzt recht einfach, okay. Also Schwierigkeitsgrad ist machbar. Ja, gut. Man sollte auch springen. Ungefähr so. Warum hat das gerade nicht bei mir geklappt?
Uiuiui, ach du Scheiße. Ja, so sollte man es tatsächlich nicht machen. Hä? Willst du mich verarschen? Und was ist da oben? Da oben ist doch irgendwas. Ah, Leute, ich verstehe, was da oben ist. Das nicht. Alter, das soll einfach sein. Okay, der erste hat es in 3 Minuten geschafft. Das scheint. Wie will denn der das geschafft haben, bitteschön? Wir tricksen jetzt mal. So, wir haben das Level geschafft. So. Hui. Also man kann das eine Level tatsächlich prima umgehen. Ich glaube, das war nicht so ganz durchdacht. Wow, das war eine sehr, sehr knappe Sache, muss ich sagen. Das ist noch recht chillig. Das wird scheiße werden. Oder auch nicht. Use the fish and double jump. Wow. 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 Wie? Vor allem, ich bin 4,5 Minuten dabei und der andere, der erste soll jetzt in 3 Minuten irgendwas geschafft haben. Das kann man gar nicht glauben, ne? Weil das geht ja gar nicht, wenn ich jetzt schon hier so zu kämpfen habe. Ich sehe die Dinge einfach nicht. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ho, ho, ho. Wow, das war eine reine Glückssache. Nein. Das war gerade echt eine reine Glückssache von mir. Dass ich das mit dem Trickshot geschafft habe. Hä? Was ist denn das? Ach, ich verstehe. Ah ja, okay. So, wo sind wir hier? Ah, kann es sein, dass wir die Map schon mal gespielt haben? Ich weiß es nicht. Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Alter, wie ziemlich. So, wir sind hier. Ah. Hallo? Jetzt. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das gerade so. Das nicht. Wie will man diese Map bitteschön in unter 4 Minuten schaffen? Ach komm,
Das kannst du vergessen, ey. Was soll denn das? Wie? Wie verdammt nochmal? Okay, wir machen es so. Geschafft. Hier, okay. Was? Hä? Oh nein. Paket, hallo? Ach komm, verarsch mich doch nicht. Nein! Alter! Ich war an der Wand. Hä? Offen. Ich hab doch den Checkpoint geholt. Jetzt. Wow. Wow. Schön, wenn man hier nicht mal ansatzweise eine Hitbox sieht. Was ist... Das ist der größte... Also, ich muss sagen, das hier ist der größte Scheiß. Alter. Man hat nicht mal ansatzweise eine Vorstellung, wo man landen muss. Was soll das? Wer lässt sich so eine Scheiße einfallen? In einer Jump'n'Run-Map. Und dann soll mir mal einer erzählen, wie man das in 3 Minuten schafft. Das schafft man nicht in 3 Minuten, ne? Alter! Und man kann hier nicht mal sprinten! So richtig, weil das... Ach, irgendwas hat er hier gemacht. Ey! Willst du mich jetzt ganz verarschen? Ey, das kannst du doch keinem erzählen hier! Was ist denn das für eine Scheiße? Also die Map gefällt mir persönlich überhaupt nicht, ne. Sorry, die Map ist scheiße. Die soll unter einfach laufen. Willst du mich verarschen? Die ist nie unter einfach. Was war denn das gerade? Was ist das hier jetzt? Alter, also ich muss es ehrlich sagen, die Map an sich macht Spaß, aber die fällt nicht unter die Rubrik einfach, sie fällt unter die Rubrik normal bis schwer.
und die wird als einfach betitelt. XP-technisch gesehen, alle 5 Level, ja gut, passt. Wir haben nur noch 3 Level vor uns. Aber diese 2 Level da, die so richtig assi waren, muss ich ehrlich sagen, ja, nee, das muss ich nicht nochmal haben in irgendeiner Map. Vor allem mit diesen unsichtbaren Dingern, wo man einfach mal keinen Anhaltspunkt hat, wo man überhaupt landen sollte. Alter, und dann dieses, dass man da nicht mal richtig sprinten und aufs zweite direkt springen kann, weil die da irgendwas eingebaut haben, dass das, ja, so richtig scheiße läuft. Aber man kriegt fürs Finish nochmal 15.000 EP. Für die Münze gibt es da auch nochmal was. Nein, alles klar. Gut, ihr seht, 13 Minuten 17 und das ist nicht meine erste Jump-Run-Map, die ich spiele. Also verstehe ich nicht, wie man es in 3 Minuten Schieß mich tot schaffen kann. Beim besten Willen, das geht nicht. Das soll mir einer zeigen, wie das geht. Ansonsten, XP-Verteilung hat, ja, gut, passt. Reicht vollkommen aus, tatsächlich. Jetzt gucken wir mal kurz. Stehen kurz vor Level 262, also hat sich gelohnt. Noch eine Map werde ich von dem vielleicht nicht spielen, ich weiß es nicht, mal schauen. Die hier sieht eventuell nice aus. Ansonsten probiert die Map selber mal aus. Mapcode in der Videobeschreibung und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.